Moinsen, Freunde der Sonne. Heute sprechen wir mal über ein bisschen was anderes. Nicht so das Übliche und auch nicht am Sitz und auch nicht auf dem Stream raus. Denn heute am 25.01. habe ich das neue DLC von ACC ausprobiert. Und da mich heute ein, zwei Menschen im Stream gefragt haben, habe ich mir gedacht, ich nehme einfach ein Video dazu auf. Und dann könnt ihr euch das quasi hier angucken, ein bisschen ausführlicher, weil im Stream, wenn man viele Sachen mehrmals beantwortet, fällt die Antwort immer ein bisschen kürzer aus. Also machen wir das hier mal ein bisschen länger. Also, ACC DLC kommt zum gängigen Preis, wie immer. Also ich sage jetzt extra bewusst eine Spanne, weil bei mir gab es zwei Angebote. Einmal 16 Euro und ein paar zerquetschte in dem Bundle und dann 17,99, also sagen wir mal zwischen 16 und 18 Euro. Was steckt denn jetzt alles in dem DLC drin? Das ist eine gute Frage. Also mehr, als ich persönlich erwartete. Und es hat mich auch positiv überrascht. Denn wir haben nicht nur GT2-Fahrzeuge. Nee, Kunos hat auch noch die Rennstrecke Spielberg mit reingepackt. Und das bin ich heute alles mal so ein bisschen gefahren und habe das alles mal ausprobiert und habe mir das alles mal angeschaut. So habe ich mir heute jedes Auto zu denselben Bedingungen genommen und bin das wirklich aus dem DLC raus mit dem Safe Preset auf die Strecke gegangen und bin es mal gefahren. Und ich muss gestehen, da waren wirklich ein paar schöne Autos dabei, die wirklich Spaß gemacht haben. Unter anderem hat mich völlig aus den Socken geknallt der Maserati. Der Maserati hat von Haus aus wirklich sehr viel Spaß gemacht. Man konnte sehr gute Zeiten fahren, der lag gut in der Hand, der ist sehr schön über Spielberg rübergedüst. Und dann habe ich alle anderen Autos auch nochmal ausprobiert. Unter anderem gibt es auch einen Porsche, dann gibt es noch einen Porsche, dann gibt es einen Mercedes GT2, dann hast du noch einen Audi GT2 und den Maserati. Diese sechs Fahrzeuge hast du und ein KTM. Du hast also den Maserati drin, du hast einen Mercedes GT2 mit drin, du hast zwei Porsche mit drin, du hast einen KTM mit drin und du hast auch noch einen Audi mit drin. Also was mir da so ein bisschen aufgefallen ist heute, dass beispielsweise der Maserati, der einen Motor von einem Ferrari hat, wirklich sehr nach einem Ferrari klingt. Also es gibt nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen dem Klang. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, der Audi RS8 und der RS8, der Audi R8 und der Lamborghini haben zwar denselben Motor, aber sie klingen anders. Und bei Maserati ist das so, der klingt wie ein Ferrari, nur steht vorne Maserati drauf. Fährt sie trotzdem unglaublich schön, aber das ist mir heute aufgefallen bei dem Fahrzeug. Beim Audi beispielsweise, also dem GT2 Audi, hast du das Gefühl, du fährst den R8. Der klingt wie der R8 von drinnen und der klingt auch wie der R8 von draußen. Da ist auch nicht wirklich sehr großer Unterschied, was das angeht. Und der fährt sich auch wirklich sehr unangenehm. Also ich glaube, der muss noch ein bisschen, ich denke, da kommt noch mal der ein oder andere Patch. Oder, das kann man ja auch machen, über die Setups wird da noch einiges passieren. Bei Mercedes, da war ich wirklich etwas sehr arg verwundert, weil der Mercedes hat es geschafft, innen drinne wie der Mercedes GT3 zu klingen und von draußen irgendwie wie so eine, ich kann das gar nicht beschreiben, wie so ein Insekt. Also nicht schlecht, aber anders als drinne. Und das passt irgendwie gefühlstechnisch, und wir reden jetzt hier nur von Gefühlen, irgendwie gar nicht so zusammen. Gefahren hat er sich wirklich sehr, sehr gut. Also wie so ein typischer Mercedes, ein Frontmotor. Er war ein bisschen rutschig im Standard-Preset, aber man konnte mit ihm gute Zeiten fahren. Dementsprechend würde ich sagen, ist das auch keine schlechte Sache. Wenn wir uns jetzt mal den KTM angucken. Beim KTM habe ich jetzt leider keinen Vergleichssound aus dem KTM GT4 und dem bin ich selber nicht so viel gefahren. Und der war wirklich sehr schön. Das war ein super ruhiges, angenehmes Fahren. Also der war jetzt nicht extrem aggressiv auf dem Gas. Der hat so seine gemütlichen Runden, konnte man mit ihm drehen. Er ist ein bisschen langsamer als all die anderen. Also das ist schon doch aufgefallen, dass er noch ein bisschen, er könnte glaube ich noch ein bisschen Liebe gebrauchen, weil über das Setup denke ich mal, wirst du nicht so viel rausholen. Dennoch hat sich das Ding wirklich sehr, sehr gut über die Strecke prügeln lassen. Wir hatten noch zwei Porsche mit drin, den älteren Porsche, also die Hommage bin ich jetzt nicht gefahren. Ich bin den GT2 gefahren heute und da war ich ein bisschen sehr arg verwundert. Beim ersten Mal Motor starten und fahren, weil das klang irgendwie so gar nicht nach Porsche. Da war ich so ein bisschen irritiert. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Vergleichswerte aus anderen Simulationen oder aus dem realen Leben, wie der denn klingt. Der hat so überhaupt gar nicht nach Porsche geklungen. Das war
komisch. Gefahren ist er sich sehr gut, also grundsolide. Das war das zweitschnellste Auto nach dem Maserati bei den Tests und hat auch einen guten Eindruck gemacht bis dato. Also overall sind die Fahrzeuge sehr interessant. Sie fahren sich auch sehr schön. Es ist nicht langsamer als GT3, was die Sache super interessant macht. Sie haben ein bisschen weniger Aero, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und dran arbeiten. Nichtsdestotrotz war es wirklich schön, die Fahrzeuge heute zu fahren. Leider, muss man dazu sagen, wurde nichts an der Physik gemacht. Das heißt, ACC ist aktuell noch so in dem Zustand, wie es ist. Für mich persönlich, um das kurz anzumerken, das Fahren ist ein bisschen schwammig geworden im Lenkrad. Also gerade so in, sage ich mal, engeren Kurven merkt man schon, wie das Auto so ein bisschen auch schwimmt, was früher nicht so war. Das haben sie leider noch nicht wirklich angepasst oder geändert. Also das war in den 1.6, 1.7, 1.8 war das nicht vorhanden, in 1.9 war es jetzt drin. Damit kann ich das jetzt nur vergleichen. Also ich habe ja natürlich keinen Vergleich zum realen Leben. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an, wurde leider jetzt noch nicht behoben. Aus den Patch Notes geht auch nicht wirklich viel hervor, außer dass sie die Bob jetzt angepasst haben. Da sieht es auch so aus, dass der Lexus jetzt gerade wieder auch fahrbar ist. Also sie haben generell die Balance of Performance etwas angepasst. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was die Balance of Performance ist. Manche Autos kriegen Restriktoren reingebaut, dass wir uns ungefähr auf demselben Level bewegen. Ne? Sagen wir jetzt einfach mal, der Mercedes würde auf Spa auf der Geraden die lange Camel Straight bis zum Ende 270 km/h erreichen. Und der Porsche 260 haben wir dann eine Differenz von 10 km/h. Und mit einer Bob, also Balance of Performance, wird das angeglichen, dass wir jetzt, weiß ich nicht, der Mercedes fährt dann 264 und der Porsche 262. Und da wurde heute ein bisschen was geändert und auch mit reingepackt in den Patch. Und dann gab es nur noch so eine Kleinigkeit, die nicht wirklich von Interesse war. Also overall, was kann man jetzt sagen zu dem DLC? Lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das nicht? Ich würde sagen, aktuell kauft man dieses DLC für die Strecke Spielberg. Ich nehme ganz stark an, also nach den vielen Jahren, die ich jetzt ACC gefahren bin, werden die GT2s in Fun-Events gefahren. Beispielsweise Big Grid bei Rennwelten. Aber ansonsten werden die, glaube ich, nicht ganz so viel Anklang finden, weil die meisten möchten GT3s fahren. Zumindest ist das immer mein Eindruck. Bei Multiclass-Rennen ist es super schwierig, GT4s voll zu kriegen. Gerade wenn man über die Season immer mal guckt, wird es mit GT4s immer weniger, weil das nicht wirklich viel, ja, nicht wirklich viel Anklang findet. Ne? Also wie auch zum Beispiel der Lamborghini und der Ferrari, also Super Trofeo M2 wird schon noch immer ein bisschen mehr gefahren. Das ist so auf dem Level von GT4, würde ich sagen. Und der Cup Porsche ist ja auch eher ein bisschen geringer. Und da würde ich sagen, geht das jetzt so ein bisschen rein. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Vermutlich, wenn sich das DLC mit der Nordschleife sehr gut macht, könnten wir viele Klassen auf der Nordschleife sehen, auf dieser riesigen Strecke und könnten da auf jeden Fall was dann damit machen. Und ich vermute, und ich sage extra, es ist nur eine Vermutung, dass dieses DLC dafür Vorbereitung ist, dass wir dort nicht nur GT4s haben oder M2s und Super Trofeo, sondern dass dort auch GT2s mit drin sind, um ein größeres Klassement herzustellen. Ob das am Ende so sein wird und ob das passiert, das werden wir sehen, wenn es soweit ist und der Nordschleife oder die Nordschleife angeboten wird und wir diese kaufen können. Und das ist so mein Eindruck zum DLC. Es ist wirklich, muss ich sagen, nicht schlecht, es ist nicht gut, es ist so ein Mittelding. Ich freue mich für alle, die aktuell noch ACC sehr viel fahren, weil Spielberg ist einfach ein Banger. Sind wir mal ehrlich, Spielberg ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Die macht super viel Spaß, auch in GT3s macht die sehr viel Spaß. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, schön Kudos, dass ihr die mit reingebracht habt. Das ist wirklich toll. Wie ist denn das aktuell bei dir so? Hast du dir die GT2 schon angesehen oder hast du dir das DLC gar nicht gekauft, weil du auch gesagt hast, das ist vielleicht nur für Spielberg? Wie ist so euer Eindruck von den Fahrzeugen? Lasst uns doch darüber mal sprechen. Vielleicht liege ich ja komplett auf dem falschen Fuß und ihr sagt so, du Dizzy, musst du noch mal unbedingt ausprobieren mit einem anderen Setup. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Dann würde ich mir das natürlich gerne auch noch mal anschauen. Also schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare dazu. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten haust du noch einen Daumen hoch oder runter auf das Video, je nachdem, wie
du das hier findest. Und dann kannst du noch den Kanal abonnieren. Und dann möchte ich mich noch bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank an alle, die sich das Video angeschaut haben. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal im Stream. Dienstag bis Sonntag sind Streams auf Twitch. Link findest du in der Bio. Haust rein, bis zum Dancen. Tschüssikowski. Du, bevor ich das vergesse, ne? Ich meine die Videobeschreibung, nicht Bio. Da findest du übrigens auch alle anderen Links für Sponsoren und Social Media. Tschüss.